Herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute wird's italienisch. Es geht um Nudeln, insbesondere um Cannelloni. Und die fülle ich mit Spinat und zeige euch, wie es geht. Das ist eine Sache, die geht ruckzuck. Ihr habt wenig Arbeit damit und es ist super, super lecker. Was wir dafür brauchen, das zeige ich euch. Für 4 Personen brauchen wir 20 Cannelloni. Ich habe sie schon mal in die Auflaufform getan, damit ich weiß, ob sie so reinpassen. Das Wort Cannelloni ist die Pluralform von Cannellone und bedeutet eigentlich nichts anderes als dickes Röhrchen. So, jetzt wisst ihr das auch schon mal wieder. Dann brauchen wir 800 Gramm Tiefkühlspinat. Den habe ich schon aufgetaut und ausgedrückt. Wir brauchen 3 getrocknete Tomaten, eine Zwiebel und 2 Knoblauchzehen. Wir brauchen Olivenöl, 30 Gramm, 400 Gramm stückige Dosentomaten, dann 250 Gramm Sahne. Wir brauchen einen Teelöffel, einen gehäuften Teelöffel Crème fraîche. Vom Brissot oder anderen französischen Kräuterfrischkäse 300 Gramm. 100 Gramm Pinienkerne und dann brauchen wir noch Salz, Oregano, Basilikum, etwas Zucker, schwarzen Pfeffer und Muskatnuss. Und weil der Käse noch im Kühlschrank war, habe ich ihn natürlich auch vergessen mit aufzuzählen. Wir brauchen noch 150 Gramm mittelalten Gouda und den schneide ich jetzt einfach in große Stücke. Und der wird dann zerkleinert und zwar, komm schon, und zwar, was habe ich mir aufgeschrieben? 6 Sekunden auf der Stufe 8. Den Käse fülle ich mir jetzt um und heize dann meinen Backofen vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Wenn ihr den Mixtopf mit dem Käse gut ausgeschabt habt, dann braucht ihr den auch nicht spülen. Ihr gebt dann 3 getrocknete Tomaten dazu. Und die werden zerkleinert. Fünf Sekunden auf der Stufe 8. Als nächstes geben wir dazu unsere 2 Knoblauchzehen und die Zwiebel. Und die werden zerkleinert 5 Sekunden auf der Stufe 5. Dann kann ich meinen Mixi-Meiser rausholen. Der steht im Übrigen unten in der Empfehlungsliste für die, die ihn noch nicht haben. Und ihr werdet jetzt sehen, ich zeige euch das nochmal. Ne? Das, was zerhäckselt wird, das bleibt mehr unten und dann bekommt man halt ein gleichmäßigeres und besseres Ergebnis. Ach, wie das duftet. Herrlich. Aber die Zwiebel ist ja bissig. Dann kommen 30 Gramm Olivenöl dazu. Das wird jetzt angedünstet, 3 Minuten. Ups, wäre aber schnell heute. So, 3 Minuten. Und für die, die kein Varoma haben, weil sie eine anderen Küchenhelfer benutzen, dann schaltet ihr auf 120 Grad. Und wenn ihr halt den Thermomix habt, dann schaltet ihr auf Varoma auf der Stufe 1.
nächstes, wir schauen mal rein, ne? Hat schon gut Farbe angenommen. Und jetzt geben wir unsere Tomaten dazu. Dann kommt unsere Schlagsahne. Ihr könnt auch Kochsahne mit reduziertem Fett, ich glaube, das sind 15% oder so, nehmen. Aber ihr kennt ja meine Einstellung, wenn ich esse, dann lieber weniger, aber mit mehr Geschmack. Dann kommt ein halber Teelöffel Salz. Ein halber Teelöffel schwarzen Pfeffer. Und eine Prise Zucker dazu. Und das lassen wir jetzt köcheln. 5 Minuten. Auf 100 Grad auf der Stufe 1. Die Soße sieht jetzt so aus und die wird jetzt umgefüllt. Den Topf brauchen wir nicht zu spülen und ihr gebt den ausgedrückten Spinat in den Topf rein. Dann 300 Gramm Kräuterfrischkäse, einen gehäuften Teelöffel vom Crème Fraîche, die Pinienkerne 100 Gramm, einen halben Teelöffel Muskat, Basilikum auch einen halben Teelöffel und Oregano auch einen halben Teelöffel. Das Ganze wird jetzt vermischt. 25 Sekunden auf der Stufe 4 und dann schauen wir mal, ob es dann schon in Ordnung ist oder ob wir noch ein paar Sekunden nachlegen müssen. Dann schauen wir mal. Ja, das hat ausgereicht, vollkommen. Schaut mal. Und die Masse. Ich mache immer so, also in so einen Becher mache ich mir dann einen Spritzbeutel. Und zwar habe ich den hier unten so weit aufgeschnitten, dass er nachher gut in die Cannelloni passt. Den klappe ich mir jetzt hier zweimal um. Stecke ihn so rein, damit ich nachher die Masse nicht da im Becher drin habe. So, und dann gebe ich die Spinatmischung hier rein. Das ist die sauberste und einfachste Art. Und dann ab in die Cannelloni damit. Die mal hier unten zu, damit ich die richtig befüllt bekomme. So, die erste ist voll und dann geht's weiter. Schaut mal, ruckzuck sind die gefüllt. Und jetzt nehmen wir die Soße und verteilen die über die Cannelloni.
So. Ich freue mich jetzt schon total darauf. Obwohl es heute so heiß ist. Also ich drehe das Video für nächste Woche. Und ihr seht das dann halt heute. Aber bei uns da draußen sind 40 Grad. 40 Grad in Deutschland. Ich sprech ab. Ja, ja, so ist das Leben. Und dann kommt jetzt noch unser Käse dazu. Ich habe überall die Rollläden runtergemacht, damit mir bloß die Hitze nicht so auf die Fenster knallt und dann eindringt ins Haus. Dann schaut mal, fertig sind sie, unsere Cannelloni. Man kann sie nicht sehen unter der Käseschicht, aber total lecker. Macht es einfach nach und schönen frischen grünen Salat dazu und gut ist. Es ist ganz schön heiß hier in der Küche, aber ich bin ja jetzt durch. Ich mache jetzt noch einen kleinen Salat dazu und lasse es mir dann gut gehen. Ja, und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann einfach Kanal abonnieren, hier unten aufs Wasserzeichen drücken und dann Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Video, eure Claudia. Ciao!